Leuten. So, am See angekommen, das Chaos ist komplett. Die Wege waren auf jeden Fall nicht ganz so einfach hierher. Aber ja, jetzt haben wir eine Stelle gefunden, wo man auf jeden Fall die nächsten 3-4 Tage angeln kann. Und ja, ich pumpe jetzt erstmal das Boot auf, mache so ein bisschen die Routen fertig. Werde mir dann erstmal einen Überblick verschaffen über das komplette Gewässer, beziehungsweise den Bereich, wo wir sitzen. Weil ich vermute, hier geht es direkt tief runter. Der Fischbestand ist enorm in diesem See. Und dementsprechend ja, muss man hier ein bisschen selektiv angeln, dass man nicht die ganze Zeit wach gehalten wird nachts von den Fischen. Das ist die natürliche Nahrung hier in dem See. Davon ernähren sich die ganzen Karpfen. Ja, gute 25 Minuten lag die Route. Da wird 3 Stück gelegt. 4 darf man hier fischen. Zu 4. ist es aber nicht gekommen. Der erste ist schon abgelaufen auf den einzelnen Pop-up. Jetzt ein bisschen Futter verteilt, weil das ist ein Gewässer hier, wo ein enormer Fischbestand drin ist. Die Kunst ist hier aber, einen großen zu fangen, weil es sind extrem viele kleine Fische hier drin und macht natürlich ordentlich Laune. Aber man muss irgendwie rausfinden, wie man auch an die Großen rankommt. Das ist das Ziel in den nächsten Tagen, irgendeinen Großen zu fangen. Ja, da ist der Erste. Der hat nicht lange auf sich warten lassen. Mal gucken, wie viele da noch kommen. Also das wird eine üble Nummer hier. Hier ist ein Fisch im Kescher, die Route ist abgelaufen. Hier ist die zweite Route, die abgelaufen ist. Das ist in der ersten Stunde, wo wir hier sind. Ich glaube, das hält man nicht 3 Nächte durch hier. Ah, zweiter Fisch. Meine fette Rotfeder. Hat sich auch den Pop-up weggeslappt. Das wird hier anstrengend, ich sehe es schon kommen. Ja, verschiedenste Charaktere hier unterwegs. Vom voll beschuppten Spiegler zum normalen Schuppi zum verwirrten Schuppi. So wie der hier. Eine geile Form. Wieder auf Poppy. Da wir müssen hier nachts die Routen rausdrehen. Sonst schläft man hier keine Sekunde. Das ist so verrückt. Wir haben natürlich ordentlich Futter gegeben, wo wir hier angekommen sind. Großflächig Boilies verteilt, locker 5-6 Kilo. Und ja, die Fische mögen's. 6 Meter Wassertiefe läuft hier einer nach dem anderen ab. Drauf einen einzelnen Schneemann,
kleiner 18, oh, ausgestiegen. Kleiner 18 mm Pop-up oben drauf und 20 mm Beutel. Das ist der erste Fisch, der aussteigt von 7 oder 8 Läufen. Auf dem Poppy. Richtig schöner Spiegler. Geil. Die ganze Nacht hat es durchgeregnet, es hat auch ordentlich gebissen. Bisher kam kein besserer. Ja, und jetzt regnet es auch die ganze Zeit, aber die Fische laufen weiterhin. Mal gucken, ob da noch ein dicker rausläuft. We'll be right back.
Ja, zwei Nächte habe ich jetzt hier geangelt an dem See und es hat wirklich ordentlich gebissen. Heute hat es den ganzen Tag durchgeregnet und die letzten Tage waren einfach extrem stressig. Die Fische laufen hier am laufenden Band. Also hier ist es auf jeden Fall nicht schwer, ein paar Live-Runs zu filmen, wie ihr schon gesehen habt. Aber der Durchschnitt an Fischen ist wirklich sehr, sehr klein. Es sind so viele Fische unterwegs, dass man wirklich nicht mal selektiv angeln kann, so wie ich am Anfang dachte. Normalerweise in Gewässern, wo man wirklich sehr, sehr viele kleine Fische hat, fische ich dann sehr gerne mit langen Pop-Up-Rigs, mit 18 mm Pop-Ups. Das habe ich hier auch gemacht. Das Problem hier an dem Gewässer ist wirklich, dass das Futter halt nicht liegen bleibt. Also man füttert irgendwie Boilies, Partikel und ja, die Fische drehen hier komplett durch und sind halt nach 5 Minuten am Platz, räumen komplett alles auf und dann steht da eben nur noch der Pop-Up. Und die Fische, die großen, die werden auf dem Platz dann gar nicht aufmerksam. Dementsprechend hat in den letzten zwei Nächten leider kein besserer gebissen. Ich habe dann auch, weil es einfach Bock gemacht hat, zwei meiner Ruten auf ein bisschen kleinere Köder umgebaut und da lief es wirklich sofort. Also man hat hier ein bisschen Futter eingebracht und ja, das aktiviert dann die Fische, die kommen dann auf den Platz und dann läuft da direkt einer raus. Das war ziemlich cool. Trotzdem fahren wir jetzt weiter, weil ja, das wird dann auch irgendwann monoton, wenn es die ganze Zeit beißt und die Fische nicht ja, schwer zu fangen sind, ist irgendwie auch nicht das Wahre. Deswegen geht es jetzt erstmal weiter an den anderen Stausee. Was da aber so abgeht, seht ihr erst im nächsten Video. Also vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.